Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, und heute habe ich für euch den neuesten Streich von Tamiya mitgebracht. Diesmal nicht in 35, sondern in 1:48, also passend zum großen Fliegermaßstab. So, und da haben wir Tamiya 32-100, also sogar ein Jubiläumsbausatz. Das Nashorn in 1:48, was ihr noch hört, auf German Self-Propelled Heavy Anti-Tank-Gun. Genau, also das ist die offizielle Bezeichnung von Tamiya. Wir haben insgesamt 5 Spritzlinge, 2x Metallteile, eine Figur ist enthalten, Segmentketten. Wir haben 26 Baustufen, 2 Deckelvarianten und den Preis kann ich euch leider noch nicht sagen, ihr Lieben. Der liegt uns jetzt noch nicht vor in der endgültigen Form und Farbe. Das Modell ist auch noch nicht erschienen, das kommt dann raus. Das wird ungefähr im November, Dezember sein. So, ich würde sagen, wir starten erstmal wie typisch oder üblich bei uns mit der Anleitung. Die habe ich dann mal hier vorbereitet. Die lege ich hier mal hin, dann gucken wir mal, ob das so passt. Seht ihr, ich kann sogar noch ein ganz kleines Stückchen rankommen, so dass man es besser erkennt. Ja, Tamiya typisch haben wir hier nochmal, worum es sich handelt, den Maßstab. In 4 Sprachen wird dann angegeben, was man beim Bau, beim Zusammensetzen so beachten sollte. Dann sind die Farben hier von Tamiya, natürlich von Tamiya ist ja doch der Hersteller, sind hier schon angegeben, kann man schön sehen. Also der Servicegedanke ist da sehr, sehr hoch, genau wie das passende Werkzeug und die Kleber hier. All das wird dann dem geneigten Modellbauer schon mit an die Hand gegeben. So. Der Bau startet hier. Immer mal wieder finden sich bei Tamiya, ich sag mal so typische Hinweise, machte dies nochmal, achte da nochmal drauf. Also das ist wirklich ja sehr anfängerfreundlich und auch der erfahrene Modellbauer kann sich hier sehr gut wiederfinden. So 1:48, ich weiß nicht, warum hier Metall ist. Früher hatten die auch diese Metallchassis, da war das total aus Metall. Ob die Angst haben, ob die vom Winde verweht werden oder so, ich kann es euch leider wirklich nicht beantworten. Ist da ganz traditionell, wie gesagt, bei den 1:48ern. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Hommage an die ja, Gewichte der Flugzeuge, dass die Flugzeuge dann zum Beispiel, was sie in der Nase haben, dann so bleiben, wie sie sollen. So, weiter geht das hier. Ihr könnt euch das hier gut angucken. Kann man, denke ich mal, gut erkennen, wie so der Ablauf ist. Hier ganz typisch für den Hersteller. Hier kann man schon eine Besonderheit sehen, die wir hier haben. Und zwar haben wir hier auf dieser Rücklaufrolle einen kleinen Pin. Und dieser kleine Pin passt perfekt hier rein. Die Kette hat sogar schon eine Wellenform, die einen Kettendurchhand hier schön suggerieren soll. Also das ist wirklich schon richtig toll gemacht. Wir haben hier den großen Abschnitt, dann den ganz großen, die kleinen und dann hier nochmal. Also Tamiya macht es einem da wirklich, wirklich einfach, schön leicht und schafft die Grätsche zwischen der, ich sag mal, wirklich relativ einfach zu montierenden und schnell zu montierenden Vinylkette und dann den sehr aufwendig zu montierenden Einzelgängerketten, denke ich mal, da sollten sich relativ viele Bastelfreunde wiederfinden. So, weiter geht das. Ich habe auch gedacht, das ist das Modell in 1:1 runterskaliert. Es sind doch schon noch einige Unterschiede, die werde ich euch dann gleich zeigen. Hier haben wir ein durchgehendes Kanonenrohr, leider mit zweiteiliger Mündungsbremse, ist so ein ganz kleiner Dämpfer. Ne, genauso, wir haben auch einige ja, Auswerferstellen, aber das zeige ich euch gleich bei der Hardware. So, ja, eine Figur liegt mit bei. Bei dem großen Brudern 35 war Tamiya ein bisschen spendabler, hat dann da 4 Figuren beigelegt. So kommen wir wenigstens in den Genuss, dass ja ein Mannequin-Besatzung dabei ist. Dann haben wir hier noch was Hinweise zur Bemalung, zu den Naschiebebildern. Dann hier die ja, heißgeliebten Tech-Tipps, wie man wie was wo verwenden kann. Auch das finde ich, wie gesagt, ist sehr aufmerksam, dass der Hersteller sich da einfach mal Gedanken drum macht und das einfach mal so mitnimmt. So, und weiterhin haben wir hier etwas zur Geschichte, Background Information, wird das Ganze hier auf Englisch geschimpft. Ganz interessant ist dann, jetzt muss ich erstmal selber gucken, ist dann dieser Bereich hier, der ist nämlich in Deutsch gehalten, also sehr interessant, da muss man auch nicht viel überlegen mit dem Englisch, sondern kann gleich dort eintauchen und sich das Ganze hier so angucken. So, ein ganz bisschen abgespeckt zum großen 35er Bruder ist das auch. Da haben wir noch auf der Rückseite so ein paar Bilder, die das Ganze noch so ein bisschen unterlegen.
Hier beschränkt sich das ein bisschen auf die Geschichte und dann hier auf die beiden Nassschiebebilder. Da haben wir eins in einem Winterwash. Die Pommern war auch in 35 schon. Und dann hier die Variante, die dann eine Dreifarbtarnung hat. Wie gesagt, zwei Varianten sind dabei, die eine Figur. Das schon mal auf der Habenseite. Dann packen wir das einmal weg. Und dann kommen wir jetzt dahin, wo wir deswegen wir hier sind. Wir gucken uns natürlich die Kunststoffteile an. So. Da fangen wir hier gleich mal an. Und erfreulich finde ich, und ich finde, das könnte man auch in 35 so handhaben, sind, dass hier die Laufrollenwagen, die sind hier schon gleich angegossen. Und das wirklich in einer sehr hohen und guten Qualität. Wir gucken uns das gleich mal hier im Detail an. Und da kann man es wirklich sehen. Ich würde mal sagen, der einfache Teil war, gucken wir uns das obere an. Und wenn wir uns jetzt hier diese Details hier mal angucken, das muss nicht montiert werden. Da kann man sich wirklich die Zeit schenken, die in das, ich sag mal, in die Bemalung schicken, in eine aufwendige oder in eine Alterung. Man kommt schneller zu einem Erfolgserlebnis. Also das könnte auch Schule bei meinem großen Bruder in 35 machen. So, Bemalung habe ich eben erwähnt. Detaillierung kann man hier auch gut sehen. Also wie gesagt, da muss ich da gar nichts groß verstecken. Hier haben wir die Passform, dass die praktisch reingesteckt werden kann, dass das fixiert ist. Auch daran wurde gedacht. Wie gesagt, rundherum eine ja, bunte Sache, muss man sagen. Hört sich immer so platitütisch starr an, aber das ist wirklich so einfach gemeint, wie es hier auch beschrieben ist. So, hier haben wir die beiden Spritzlinge mit den Ketten und den Laufwerksteilen. So, und hier kann man das schon so ein bisschen sehen. Hier macht das so ein bisschen Wellenform. Da haben wir die Rücklaufrollen. Da ist dann auch der kleine hier mit dem Pönöpel. Den zeige ich auch gleich nochmal im Großen. Einzelglieder, Laufrollen und so weiter. Alles so, was dabei ist. Und die Teile hier habt ihr vorhin schon gesehen. Die sind schon ein bisschen ja, rund gebogen. Ich versuche das gleich mal zu zeigen. Was man jetzt nicht darstellen kann, offen, das ist hier die Munitionsbehälter. Erstmal ist das geschlossen hier und ja, es ist kein Innenleben, also da müsstet ihr das dünner fallen. Das Material ist relativ dick hier. Ich biege das mal hoch, damit man es hier sehen kann. So, das Material ist relativ dick. Das müsste man dann wesentlich dünner schleifen. Dann müsste man das hier einschneiden und wenn man das dann, weil das ging wie so eine Ziehharmonika-Tür, die konnte man dann so falten und dann kann man das offen darstellen, aber dann muss man halt diese Amorex, die Halterung dafür, noch dementsprechend selber bauen. So, da haben wir hier die Allerwelts Panzer 3-4 Kette, da sind keine Greifer drauf oder die Hörner, die sind hohlgegossen. Hier kann man das schön sehen, dass die Kette diese wunderschönen Kettendurchhang hat, nicht zu arg übertrieben. So, ich sag mal, Tamiya werksmäßig ideal Standard, so kann man das wirklich nennen. Das sieht richtig gut aus, also man kann alles sehr schön erkennen. Auch hier die einzelnen Details. Wie gesagt, da stinkt der 48er dem 35er überhaupt im Nichts nicht nachts und ab. Also das ist soweit alles gut. Ja, ein bisschen detaillierungsarm bei Tamiya sind hier immer die Laufrollen. Da wäre zum Beispiel ein Separit oder Continental, wie Dragon das immer so schön gemacht hat, Continental wäre da ganz nett. Haben wir von vorne, so sieht das Ganze von hinten aus. Vorweg gab es auch noch als Hersteller. Also auch da ein bisschen Abwechslung wäre mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, ihr Lieben, da ist oder das ist wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Zweimal haben wir hier den Spritzling. So, ja, dann kommen wir schon zum vorletzten Spritzling. Das geht hier Schlag auf Schlag. Hier ist das einteilige Kanonenrohr. Da ist die Mündungsbremse. Schön sauber arbeiten. Da müsste, glaube ich, gar nicht mehr so viel nachgearbeitet werden. Der Auspuff hier ist hier ja, hohl dargestellt, angedeutet. Ich würde das noch ein bisschen nacharbeiten. Ihr seht auch gleich, was ich meine. Dann haben wir kleine Anbauteile. Sinkstellen habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe auch keine Fischhaut erkannt. Wenn ihr das von eurer Seite sehen solltet, dass da irgendwelche Sachen sind, schreibt das ruhig in die Kommentare. Manchmal ist man doch ja plastikbetriebsblind und sieht das nicht mehr. Aber wie gesagt, immer her dann mit euren Aufmerksamkeiten. So, hier kann man das schön erkennen. Genau, Wagenheberunterlage. Da haben wir noch Anbauteile. Also wie gesagt, das ist ein rundherum solider Bausatz. Eigentlich so, wie man das von der Firma Tamiya, ja, ich sag mal, wirklich gewohnt sein sollte, was man da so erwarten kann. Das haben die
Jungs ins 48 umgesetzt. So, und warum ist das jetzt nicht 1:1 runterdrapiert? Die ganze Spritzling, Halterung, die ist anders, die ist einmal komplett, da kriegen wir es einmal so rauf, so haben wir es im Ganzen genau, so nochmal im Detail. Also die ist schon anders als in 35, da wurde nochmal Hand angelegt, es musste maßstäblich natürlich auch einiges angepasst worden, ist angepasst worden, entschuldigt bitte. So, und hier, ja, kann man es sehen, ja, da kann man es sehen. Also es sind so kleine Sinkstellen hier angedeutet. Wie gesagt, da würde ich vorher mit einem kleinen Bohrer reingehen, dann mit einem größeren. Einfach um diesen, ich sag mal, Auspuffeffekt nochmal darzustellen. Ist einfach netter, wenn das Ganze denn offen dargestellt ist, macht auf jeden Fall wesentlich mehr her. So, hier das Kanonenrohr bzw. die Mündungsbremse. Das ist auch das Einzige, wo ich sagen würde, na, das hätte man auch irgendwie anders gemacht. Aber wie gesagt, jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. So, letzter Spritzling hier heute. Hier haben wir die Fender, also die Kettenhaltung. So, und hier ist sogar eine, na, kann man hören, richtig, ihr seht nicht nur was, ihr kriegt auch was auf die Ohren. Hier haben wir auch eine Rifflung des Kettenblechs. Dann haben wir hier die Figur, die so richtig schön typisch das Fernglas da hält. Panzerungswände. Aufbau hier, das ist eine frühe Variante, das kann man hier dran erkennen, da nur die Erhöhung für den Fahrer ist. Der Funker musste sich da ein bisschen hinterquetschen, der hat es dann nicht ganz so bequem. Und auch hier ist eine schöne Rifflung vorhanden. So, und wo Licht ist, ist auch Schatten. Genau so, und hier haben wir einige Auswerfermarken. Das ist genau wie beim großen Bruder, nur ein bisschen anders. Da waren das waren tief. Hier haben wir die erhaben, diese Auswerfermarken. Also auch da, wie beim großen Bruder, müsst ihr leider bei und das dementsprechend versäubern. Haben wir übrigens hier in allen Sachen, die man hier so sehen kann. Hat hier aber den großen Vorteil wirklich, ach, hier ist es sogar versetzt. Ich zeige euch das auch gleich nochmal, Detailaufnahme. Also da sind einige Sachen, da muss dann noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Was auch nicht ganz so gelungen ist, aber spritzgusstechnisch nicht so schön, sich umzusetzen, dass hier diese Zugurthalterung, wo halt Tarnmaterial die Plane aufgesetzt werden kann, das durch kleinen Draht zum Beispiel gebogen ersetzen, hat auch einen wesentlichen höheren Mehrwert als jetzt ja, ich sag mal, diese angegossenen Plastikhumpen da. So, da gehen wir mal näher ran, damit man es hier schon sehen kann. Kippen das so ein bisschen her. So, genau. Also das sollte soweit passen. Da ja die Figur kann man schön erkennen. Also von der Modellierung ist echt nichts zu meckern. Auch in 48, das haben die Jungs drauf, haben sie ja schon einige Modelle rausgebracht. Wie gesagt, die 100 ist das jetzt hier. Da ist also wirklich schon ein bisschen Bewegung. Ist auch meiner Meinung nach so, ich sag mal, der 48er, was so mit der Qualität angeht und so, sind da kontinuierlich beigeblieben, haben sich da irgendwie nicht, ja, ich sag mal, verirren lassen oder verleiten lassen, da dessen abzuschwören. Da kann man sich auf jeden Fall ganz gut drauf verlassen. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Auswerfermarken. Da kann man das schön sehen, die Pünüppelchen hier. Wie gesagt, da müsst ihr dann ein bisschen Hand anlegen. In diesem Bereich hier, da ist es egal, das ist von unten. Aber hier kann man das auch schon sehen. Wie gesagt, das Ganze kann man später sehen. Und da muss dann natürlich ein bisschen nachgearbeitet werden. So, was bleibt zum Schluss und Ende des Tages noch übrig? Richtig, hier habe ich zwei Metallstücke. Die werden dann so montiert. Boah, sind relativ rau. Da schüttelt es mich so gerade ein bisschen direkt. So. Ah, da ist es hin. Und zum allerletzten Schluss haben wir hier den Dickelbogen mit den zwei Varianten. Zack, in die Greifhilfe und gucken uns das mal an. Ja, auch hier wieder ganz typisch. Absolut dünner, minimalistischer Trägerfilm. Leider ist Tamiya die letzten Jahre so ein bisschen geizig geworden, was die Auswahl angeht, was die Fahrzeuge angeht. Also ich kann mich da früher dran erinnern, da war da immer ein bunter Blumenstrauß an vielen Auswahlmöglichkeiten. Da wurde halt ein bisschen eingespart. Sei es drum. Preis und Link zum Produkt, den müssen wir nachfügen. Den haben wir zurzeit nicht. Ihr seht, ich bin auch schon im Schlusswort. Rundum empfehlenswerter Bausatz. Ich weiß gar nicht, warte, ich habe geguckt bei Scalemates. Nein, ich glaube,
Es gibt soweit keinen anderen 48er. Soweit kann man das schon mal empfehlen. Mündungsbremse da, die Kammer, die müsste halt ein bisschen nachgearbeitet werden und ein paar bzw. Auswerfermarken. Ansonsten ist es wirklich tippitoppi 1A Tamiya-Qualität. Der Preis wird sicherlich nicht ein Schnapper werden. Dafür habt ihr aber gesehen, was ihr bekommt. Wie gesagt, von mir dafür beide Daumen dafür hoch. Dann bedanke ich mich noch bei der Firma Tamiya, dass wir die große Ehre haben, ein Vorab-Exemplar zu bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür nochmal mein Dank. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin macht's gut, meine Lieben, und bleibt gesund.